90 Jahre Eisenbahner Musikverein Salzburg, das Jubiläum. Eigentlich begannen die Feierlichkeiten bereits beim Neujahrskonzert am 1. Jänner 2010 im Kongresshaus. Ein besonders festliches Programm sollte die vielen Zuhörer auf die weiteren Jubiläumsveranstaltungen einstimmen. Das dreiteilige Werk von Sepp Thaler beschreibt auf musikalische Weise den Flusslauf der Etsch von der Quelle am Reschenpass über den Finchgau, Meran, Bozen, Salurn, Verona bis zur Mündung in die Adria. Zum Schluss des Konzertes ein Stück über das Leben und das musikalische Wirken dieses großen Künstlers Charlie Chaplin. Die Rocco Modell Eisenbahn GmbH steht seit jeher für höchste Ansprüche in Maßstäblichkeit, Detailtreue und fortschrittlicher Technik. Über 40 Jahre Erfahrung, wegweisende Technologien, Präzision und höchste Qualität spiegeln die große Passion wider, mit der sich Rocco dem Modellbahnbau verschrieben hat. Eine umfangreiche Produktpalette und ständige Neuentwicklungen eröffnen dem Kunden von der Kindereisenbahn bis zur hochtechnischen Modellbahnanlage jede erdenkliche Möglichkeit, diesem Hobby zu frönen. Die Rocco Modelleisenbahn GmbH, ein Sponsor des Eisenbahner Musikvereins. Das erste Highlight im Jubiläumsjahr war die Aufführung des Märchenmusicals Freude am 7. Mai in der Stadthalle Oberndorf.
150 Mitwirkende sangen und tanzten auf der 100 Quadratmeter großen Bühne vor einer großen Videoleinwand und konnten mit ihren Darbietungen das Publikum im bis auf den letzten Platz gefüllten Festsaal hellauf begeistern. Die Salzburger Lokalbahn, ein Teilbetrieb der Salzburg AG, ist eines der wichtigsten öffentlichen Verkehrsmittel in Stadt und Land Salzburg. Ob mit dem O-Bus umweltfreundlich durch die Stadt, mit der Lokalbahn S1 oder S11 nach Lamprechtshausen oder Trimmelkamm, mit der Festungsbahn oder dem Mönchsbergaufzug auf den Salzburger Stadtberg, die Salzburger Lokalbahn ist immer eine bequeme und verlässliche Alternative zu PKW und anderen Verkehrsträgern. Nostalgiefahrten auf der Lokalbahn, per Schiff über den Wolfgangsee und mit der Zahnradbahn auf den Schafberg, mit der Pinzgauer Lokalbahn von Zell am See nach Grimmel und zahlreiche weitere Angebote, auch im Güterverkehr, stehen zur Auswahl. Die Salzburger Lokalbahn, ein Sponsor des Eisenbahner Musikvereins. Unsere Jubiläumspartnerkapelle kam mit dem Flugzeug aus Japan, die Stadtkapelle Hamamatsu. Die Gäste wurden bereits am Flughafen Wien-Schwechat von einer Delegation unseres Vereines empfangen. Musik.
Nach einem zweitägigen Besichtigungsprogramm in Wien und einem Konzert vor dem Rathaus reiste die Gruppe weiter nach Retz zu einer Stadt- und Kellerbesichtigung und einer Einkehr beim bekannten Weinbauern Schleinzer. Nach der Ankunft in Salzburg und einer musikalischen Begrüßung durch unseren Klangkörper war der erste Auftritt ein Leuchtbrunnenkonzert im Mirabellgarten, das von den japanischen Gästen unter großem Beifall bestritten und mit einem gemeinsamen Spiel beider Kapellen beendet wurde. Die private Landbrauerei Schönram wurde bereits 1780 gegründet und wird seither als Familienbetrieb geführt. Überlieferte Rezepturen und die Begeisterung für die hohe Kunst des Brauens sind die Voraussetzung für dieses bodenständige bayerische Bier. Schönramer Bier wird mit modernster Technik auf traditionelle Weise gebraut. Die Produktpalette reicht von der Hauptsorte Schönramer Hell über Surtaler Leicht, Schönramer Pils, Schönramer Gold, Altbayerisch Dunkel, Schönramer Weiße und Schönramer Festbier bis hin zum Radler. Verschiedene Limonaden, Säfte und Mixgetränke sowie Tafelwasser und Brause runden das Angebot ab. Private Landbrauerei Schönram, ein Sponsor des Eisenbahner Musikvereins. Der absolute Höhepunkt unserer Jubiläumsveranstaltungen war das Festkonzert gemeinsam mit der Stadtkapelle Hamamatsu im Renaissance Salzburg Kongresscenter Hotel. Der erste Teil des Konzertes wurde von unserem Klangkörper bestritten. Es wurde vorwiegend traditionelle österreichische Musik, teilweise auch mit Zither- und Gesangseinlagen geboten. Thank you.
Der zweite Teil des Konzertes gehörte natürlich den japanischen Gästen. Die Stadtkapelle Hamamatsu, ein hervorragender Klangkörper, zog alle Register und konnte mit einem Mix aus japanischen und auch anderen Kompositionen das Publikum hellauf begeistern. Im gemeinsamen Spiel beider Kapellen endete das Konzert unter großem Beifall des Publikums. Kommen können. Da war es schon gut zu wissen, dass ich immer jemanden an meiner Seite habe. Egal ob auf oder abseits der Rennstrecken. Nur eine Bank ist meine Bank. Jubiläumsfeier 150 Jahre Eisenbahn in Salzburg war für unseren Verein eine günstige Gelegenheit, einerseits dem ÖBB-Management, aber auch dem Publikum zu zeigen, dass der EMV auch im 90. Jahr seines Bestehens seiner Aufgabe als Kulturträger der Eisenbahner gerecht wird. Heißt es in unserem Vereinsstatut. Zweck des Vereins ist die Pflege und die Förderung der Musikkultur unter den Eisenbahnern. So war es immer und so soll es auch in Zukunft bleiben.